Das Passato Prossimo im Italienischen, also die Vergangenheitsform, ist ähnlich wie das Perfekt im Deutschen. Aber die Bildung scheint noch nicht allen ganz klar zu sein, weil ich in letzter Zeit wirklich viele E-Mails dazu bekommen habe, vor allen Dingen zu den Partizip-Perfekt-Formen. Und deshalb möchte ich in diesem Video das Thema Passato Prossimo nochmal ganz kurz wiederholen. Bevor wir anfangen, ganz wichtig, like dieses Video, abonniere meinen YouTube-Kanal, abonniere auch meinen Newsletter, um keine News mehr zu verpassen und folge mir auch auf den sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber Sette Sensi hat jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Channel, den du unbedingt abonnieren solltest. Alle Informationen und Links findest du hier unten in der Videobeschreibung. So, aber jetzt zum Passato Prossimo. Also, es gibt Verben, die im Italienischen im Passato Prossimo mit avere, haben, gebildet werden. Als Beispiel, Marco ha mangiato una pizza. Oder Tina ha mangiato una pizza. Verben mit Endung auf are, wie mangiare, bekommen im Partizip Perfekt die Endung ato. Mangiare, mangiato. Verben mit Endung auf ere bekommen im Partizip Perfekt die Endung uto. Zum Beispiel vendere, venduto. Und Verben mit Endung auf ire bekommen im Partizip Perfekt die Endung ito. Als Beispiel dormire, dormito. Wie die Verben im Passato Prossimo mit dem Verb avere gebildet werden, dazu habe ich schon mal ein sehr ausführliches Video gedreht. Das kannst du dir auch gerne nochmal ansehen. Da sind wirklich wichtige und nützliche Informationen enthalten zur Bildung des Passato Prossimo mit avere. Und dann gibt es noch Verben, die im Passato Prossimo im Italienischen mit dem Hilfsverb essere gebildet werden, also sein. Und da ist wichtig, dass das Partizip Perfekt an Anzahl und Geschlecht angeglichen wird. Genau wie bei den Adjektiven auch. Als Beispiel, Marco è andato in Italia. Das Partizip Perfekt ist andato. Von andare und es wird mit essere gebildet. Anderes Beispiel, Tina è andata in Italia. Jetzt sehen wir, das Partizip Perfekt ist nicht mehr andato, sondern andata, weil Tina weiblich ist und bekommt deswegen das A, andata. Und es ist deshalb der Fall, weil das Verb andare im Passato Prossimo mit dem Hilfsverb essere gebildet wird. Und dementsprechend gleicht es sich an Anzahl und Geschlecht an. Auch hierzu habe ich schon mal ein sehr ausführliches Video gedreht zur Bildung des Passato Prossimo mit dem Hilfsverb essere. Kannst du auch gerne nochmal nachsehen. Und letztens habe ich eine E-Mail bekommen mit der Frage, warum es non ho visto la macchina heißen muss und nicht non ho veduto la macchina. Weil laut der Regel müssen Verben, die auf ere enden, im Partizip Perfekt auf uto enden. Wie wir es vorhin gesehen haben, vendere, venduto. Bei vedere ist es aber nicht der Fall, weil es gibt eben auch zahlreiche unregelmäßige Partizip-Perfekt-Formen und vedere ist eines davon. Von vedere, sehen, ist das Partizip-Perfekt visto und nicht veduto. Ja, und leider gibt es eine Reihe an unregelmäßigen Partizip-Perfekt-Formen im Italienischen, aber das Gute daran ist, dass man wirklich viele davon gruppieren kann und die dann eine ähnliche unregelmäßige Form haben und so kann man sich das auch leichter und schneller merken, weil es eben einige in der gleichen Gruppe gibt. Als Beispiel von tradurre ist das Partizip Perfekt tradotto und von produrre ist es prodotto. Also die Endungen sind da gleich. Unregelmäßig, aber zumindest sind die zwei schon mal gleich. Oder prendere preso, spendere speso, scegliere scelto, vincere vinto. Es gibt wirklich zahlreiche Verben, die ein unregelmäßiges Partizip Perfekt aufweisen, aber viele davon kann man, wie gesagt, gruppieren.
Ja, kennst du auch noch weitere unregelmäßige Partizip-Perfekt-Formeln? Dann schreib sie mir gerne mal hier unten in die Kommentare. Ja, und wenn du eine ausführliche Übersicht zur Bildung des Passato Prossimos im Italienischen haben möchtest, wie die Verben im Passato Prossimo mit dem Hilfsverb avere gebildet werden, wie sie mit dem Hilfsverb essere gebildet werden, dann auch die Entscheidung, welche Verben werden denn überhaupt mit avere und welche werden mit essere gebildet, dann noch eine Übersicht der unregelmäßigen Partizip-Perfekt-Formen, zumindest die wichtigsten davon. Dann gibt es auch noch eine Übersicht, wie denn die Hilfsverben selbst im Passato Prossimo gebildet werden und auch die Modalverben und Übungen mit Lösungen und so weiter. Dann empfehle ich dir, die Einzellektion A1 zum Passato Prossimo zu holen, indem du einfach hier oben klickst. Oder auch in der Videobeschreibung werde ich dir auch nochmal einen Link reinstellen. Diese Einzellektion kann ich dir sehr empfehlen, weil das Passato Prossimo ist wirklich nützlich und auch wichtig, um Sätze einfach in der Vergangenheit zu bilden. Und somit kannst du dann auch schon viel mehr Sätze bilden im Italienischen und von gestern, von letztem Jahr einfach aus der Vergangenheit erzählen. Und die Bildung des Passato Prossimos ist an und für sich gar nicht so schwer, weil es wirklich ähnlich wie im Deutschen das Perfekt gebildet wird. Und wenn man sich da mal wirklich eine ausführliche Erklärung holt, ein paar Übungen dazu macht, dann sollte das wirklich kein Problem sein. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter dieses Video oder schreib mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich über deine Nachricht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, alla prossima!